Das Empire State Building in New York, der Emirates Tower in Dubai und jetzt zum zweiten Mal auch der Millennium Tower. 48 Stockwerke und 843 Stufen wollen beim Millennium Tower Run-Up von den Himmelsstürmern aus der ganzen Welt bezwungen werden. Ja, wir sind jetzt extra aus Berlin angereist. Italien. Was uns besonders ehrt, ist, dass nicht nur wahnsinnig viele internationale Teilnehmer dabei sind. Der Millennium Tower Run-Up ist im zweiten Jahr seines Bestehens auch schon Teil der Tower Running World Cups, der mit rund 240 Läufen weltweit die internationale Wertung der Besten der Besten ist. Zum zweiten Mal findet dieses Sportevent im höchsten Wolkenkratzer des Landes statt. Und der Ansturm für den Towersturm ist groß. Knapp 300 Profis und Amateure starten dieses Jahr. Und für den Millennium Tower ist es natürlich ziemlich logisch, einen Läufer zu unterstützen. Als höchstes Gebäude des Landes glauben wir nicht nur an architektonische Höchstleistungen, sondern auch an sportliche Höchstleistungen und wünschen Norbert viel Glück und stehen gerne hinter ihm. Mein Favorit ist der Pole, der Piotr Lobaczynski. Dann gibt es aus Spanien den Ignacio Cardona Torres, heißer Kandidat. Aus Tschechien der Pavel Holec und auch aus Deutschland gibt es zwei Kandidaten. Der Countdown läuft und dann heißt es auch schon rauf auf den Tower. Die zahlreichen Zuschauer verfolgen das Spektakel gespannt, aber entspannt in den untersten Stockwerken über Monitore. Den inneren Schweinehund konnte der ein oder andere sogar überwinden. Ja, jetzt zum Trainieren anfangen, dann kann man nächstes Jahr dabei sein. Ne? Für die Amateure gibt es die Light-Version. Sie müssen die 843 Stufen nur einmal erklimmen. Die Profis dürfen dafür gleich dreimal losstarten. Bei insgesamt 2529 Stufen ist da Taktik gefragt. Die größte Herausforderung ist sicher die Kombination zu finden, der Einsatz von Händen und Armen. Das heißt, zum Teil handeln sie die ja im Handlauf hinauf, zum Teil manche nehmen zwei Stufen, da gibt es die verschiedensten Techniken. Oben angekommen gibt es zur Belohnung auf der 200 Quadratmeter großen Terrasse einen traumhaften Blick über ganz Wien. Wie fühlen sich die Teilnehmer im Ziel? Also gefühlt waren es 61 Stockwerke wie in Frankfurt am Messeturm. Zumindest war niemand im Weg. Also ich habe niemanden überholen müssen. Ich wohne im 5. Stock normalerweise ohne Aufzug und das finde ich jetzt viel leichter ab heute. Mit der Steigerung von den Teilnehmerzahlen im heurigen Jahr sieht man, dass dieser Millennium City Tower Run-Up bei den Teilnehmern vorher angekommen ist. Allen Spaß macht, am nächsten Tag beim Muskelkater weniger wahrscheinlich. Aber im Endeffekt glaube ich, dass sich der in der Zwischenzeit jetzt behauptet hat und dass da noch viel Zukunft drinnen ist. Für nächstes Jahr steht der Termin auch schon fest. Am 29. September 2012 heißt es wieder, auf die Plätze, fertig, Run-Up.